Ich setze mich hier hin, oder? Ich glaube es am besten. Also zwei Vorbemerkungen. Das war natürlich eine Sauerei, ja, das alles rauszuholen. Aber er hat natürlich, der Rektor hat eins richtig erkannt. Also wenn ich mich selber im Rückblick sehen würde, würde ich sagen, immer wenn ich quatschen konnte, habe ich eine Eins gekriegt. Ja. Und die harten Fakten waren schwieriger. Aber ich bin auch nicht so sehr stolz wie auf die Vier in technischer Mechanik beim Professor Rüdiger. Und zwar im ersten Anlauf. Das war die größte Leistung, die ich hatte oder die ich geschafft habe. Und danke, ich dachte, wir würden in so einem kleinen Saal sitzen, 5 Mann, und ich erzähle ein bisschen, nun sind es viel mehr. Und das meiste, was ich erzähle, wissen schon alle, aber es macht ja auch Spaß, wenn man so sitzt und da erzählt einer was und sagt, hey, das geht dich auch an. Als ich Ehrensenator der Bergakademie wurde, musste ich irgendwas erzählen auch. Und dann habe ich so erzählt, wie ich Freiberg sehe und in der Rückschau. Und ich habe angefangen, indem ich gesagt habe, immer wenn ich mit dem Auto, jetzt sind es ja auch schon Jahrzehnte, nee, da bin ich mit dem Auto, aber wenn ich die letzten 20 Jahre nach Freiberg reinkam, vorne am Eingangsschild, da ging mir und geht mir immer noch das Herz auf. Warum, weiß ich nicht. Es muss mit eigenem Erleben zu tun haben. Heute habe ich ein bisschen geguckt. Rechts das alte Haus, wo eine Kneipe drin war, bevor wir zur Matte gingen, haben wir da immer schon ein Bier getrunken und noch was zu essen gekriegt. Das ist leider weg. Also, aber nicht so schlimm. Der Matte-Hörsaal wird neu, toll. Ich dachte ja immer, der Finanzminister lässt nichts mehr bauen hier. Aber immerhin. Also notfalls macht es die Krüger-Stiftung, nicht? Schönen Dank übrigens. Ich bin sicher, liebe Frau Krüger, vielleicht ist es ja Ihrem Mann auch so gegangen, dass immer, wenn er nach Freiberg kam und wieder kommen konnte, ihm das Herz aufgegangen ist. Das hat mit eigenem Erleben zu tun. 2003 saß ich mit Professor Drebenstedt in Petersburg. Und wir hörten einen Vortrag über 300 Jahre russischer Bergbau. Und hier, ich habe da mal so einen Nachweis über Russisch führen müssen, aber mein Russisch war lausig. Ich verstand nicht viel. Aber eins hörte ich immer, Freiberg, Freiberg. In allen den Vorträgen, den die Russen hielten, kam immer Freiberg vor. Und anschließend wurden wir durch das Institut geführt. Und da gingen mir wirklich die Augen auf. Die haben eine super mineralogische Sammlung und eine Sammlung alter Werke, Anschauungswerke, Pochwerke, Hüttenwerke, Bergwerke. Und immer wenn sie unten runterguckten, kleine Messingtafel, Geschenk der Bergakademie Freiberg, 1843, 1815, 1870. Und das war interessant, aus Deutschland war der ganze rheinisch-westfälische Bergbau dort und aus Ostdeutschland 2, Drebenstedt und ich. Und da wurde mir klar, also womit kann man denn vor allen Dingen in einer solchen Situation, in der wir uns da schon aufstrebend befanden, da kann man wohl mit der Geschichte einiges anfangen. Und man muss auf die Geschichte zurückgehen, um die Gegenwart erklären zu können. Und da ist im Freiberg, neben dem eigenen Erleben, ich glaube, eine tolle Sache. Denn die Freiberger Bergleute, die hatte ja Peter der Erste sich geholt und hatte damit den russischen Bergbau aufgebaut. Und so ist dann die Idee entstanden, wir machen ein deutsch-russisches Rohstoffforum. Ich fange nämlich damit mal an, weil ich das, was ich zurzeit in den Zeitungen lese, über die Ukraine und Russland und EU, also erschreckt mich. Es erschreckt mich wirklich, und zwar deshalb, weil nicht da was drinsteht, was ich anders empfinde, sondern weil es so, vor allen Dingen so, Entschuldigung, so dusselig ist, was da drinsteht. Weil Dinge behauptet werden, also zum Beispiel, ich meine, und das regt mich vor allen Dingen auf, wir können die Ukraine, sollte zu Europa gehen, Russland muss keine eigenen Interessen haben, nicht? Da dürfen die nicht haben. Wenn sie sie haben, dann ist das Putins Großmachtstreben. Wenn wir sie haben, ist das Demokratie. Das ist Quatsch. Man muss mal hingehen und überlegen, was, also wenn ich mit der Ukraine irgendwas mache,
da muss ich doch mit Russland sprechen, das ist nichts gegen euch. Können wir nicht zusammen was machen an der Stelle? Und was mich besonders aufregt, da schreibt ein Journalist vom anderen ab, da schreiben die rein, also wir können der Ukraine helfen, indem wir die Ukraine von Westen mit Erdgas versorgen. Und dann gucke ich noch hin, welches ist es? Das Gas der RWE, Rheinisch-Westfälische Energiewerke. Die haben keinen Kubikmeter. Was sie haben, ist durch eine Tochtergesellschaft in der Tschechischen Republik Erdgas. Wo kommt das her? Aus Russland. Seit 50 Jahren. Das heißt, wenn ich mir so die Russen vorstelle, ja, da lesen die das, die müssen sagen, also das schreiben die doch jeden Tag noch in der Zeitung in Deutschland. Ich schäme mich dafür, dass wir so einen Quatsch schreiben. Zurück. Das Deutsch-Russische Rohstoffforum ist gegründet worden. Es ist der Ansatz, bei Wissenschaft und Technik zwischen der Bergakademie Freiberg und dem Bergbauinstitut, damals, heute ist es eine große Universität, auf Wissenschaft und technischer Basis etwas zu machen, was ich wusste, es kommt, nämlich Rohstoffe und Erden und all diese Dinge. Und wo ich hingucke, das große Land, soll ich mich mit denen streiten? Anlegen? Nee, mit denen muss ich Wirtschaft treiben, von einer vernünftigen Basis her. Und so ist dies entstanden. Nun haben wir das deshalb gemacht, wenn Sie in Deutschland, ist auch ganz normal, irgendetwas neu gründen, kommen Tausende sofort, die sagen, so ein Quatsch. Ist ja auch verständlich. Es gibt einen Ostausschuss der deutschen Wirtschaft. Warum wollen wir da noch was mit Russland, Deutschland zu machen? Aber inzwischen ist diese kleine Sache, die wir vor 10 Jahren gemeinsam mit den Russen gemacht haben, die beste Organisation ohne Regierungseinfluss, wo sich Wissenschaft und Technik und wo wir darüber sprechen, wie kann man aus Russland was machen, mit Deutschland zusammen. Das Buch, das übrigens keine Autobiografie ist, natürlich steht da einiges drin, Physik 4 und so ein Mist. Es würde mich freuen, wenn Sie daraus ein deutsch-deutsches Lesebuch machen würden. Es ist ja auch keine Biografie, das endet irgendwann 94 oder so, noch lebe ich ja Gott sei Dank. Und vielleicht schreibe ich mal eine Biografie, aber das ist was anderes. Zurück zu dem Buch. Wenn Sie es dann nachher alle haben, ne? Ich hoffe, Weihnachten steht vor der Tür, ich meine, also das können Sie verschenken an Schwiegervater, Schwiegermutter und was Sie immer schon mal erzählen wollten, wen Sie kennen, den kennen Sie, wie der aussieht, auf dem Bild meine ich. Also, wenn Sie das dann haben, schlagen Sie mal die Seite 121 auf. Die Seite 121, da sehen Sie auf einer Bühne sitzen, ich komme nämlich auf Freiberg und Sachsen zurück, da sitzen 4 Leute, die unterschreiben irgendwas. Das geht von rechts, das ist einer von der Gazprom, dann kommt der Chef Professor Litvinenko aus Petersburg, dann kommt Unland, damals hier Rektor, heute Finanzminister und da außen Holst. Und 3 von denen, die haben einen Bergkittel an. Und im Hintergrund sehen Sie in dem Bild, Sie müssen es da nachher haben, ne? 121 merken Sie, da sehen Sie Putin und Merkel. Die stecken den Kopf zusammen. Das war noch, bevor die Ukraine das Assoziierungsabkommen nicht unterschrieben hat, nämlich im Jahre 2006. Und was sagt sie da? Ich weiß es. Ein Tag vorher war ein sogenannter Energiegipfel gewesen in Berlin. Und Holst war als so Edelossi mit eingeladen. Und das war wirklich, das war toll. Alle, die da rumliefen, die ich von Weitem kannte, guckten, was will denn der hier? Völlig normal, weil wir aus Leipzig so eine kleine Bude im Vergleich zu denen waren. Aber immer, wenn ich irgendwo war, habe ich gesagt, wenn ich schon da bin, will ich wissen, was sagen. Und habe mich immer eingebracht. Das hatte ich schon viel früher gelernt, wahrscheinlich in der Bergakademie. Und also an dem Tag war ich im ordentlichen Anzug erschienen. Ein Tag später stehe ich da im Bergkittel. Übrigens war es im grünen Gewölbe. Am 9. Oktober 2006, das muss man sagen, sonst verstehen Sie nachher die Pointe nicht, Petersburger Dialog. Und es war uns gelungen durch Tricks, wie ich viel versucht habe, wenn man sich
wo ein keiner will, hineindrängen muss, dann muss man manchmal auch so einen Punkt, nicht schwindeln, aber mal was sagen, was auch anders ausgelegt werden könnte. Und die Bundeskanzlerin sieht mich, die so zwei Stufen hochkommen und ich den sächsischen Bergkittel an und sagt, Herr Holst, wie sehen Sie denn aus? Das war nicht böse gemeint, sondern sie, wie Sie, und dann habe ich gesagt, Frau Bundeskanzlerin, habe ich glaube ich gesagt, ohne diesen Kittel stünden Sie nicht hier. Sie guckt mich an, also das verstand sie nicht und sie fand auch wahrscheinlich die Bemerkung, gut, ich habe ja nur geantwortet, nicht? Und sagt sie, wie? Ja, sage ich, das ist der Bergkittel der sächsischen Bergleute. Und über Jahrhunderte ist aus den Revieren des Erzgebirges mit einem Zentrum Freiberg so viel Gold und Silber und seltene Sachen herausgeholt worden, dass die sächsischen Kurfürsten das grüne Gewölbe davon anlegen konnten. Guckt sie, ach, sagt sie, das ist eine gute Erklärung. Verschwindet im Rücken, wir unterschreiben und Putin fragt sie, was hat der gesagt? Und da hat sie ihm die Geschichte erzählt. Und ich glaube, dieser Punkt, also, dass man selbst erlebt als Student, wie schön es hier war, und ich meine, du hast vorhin gefragt, Frieder Häfner könnte erzählen, dass wir im Thälmannheim zusammen mit so einem Bonabesen Fische zerstampft haben, früh um drei, ne? Also hatte mit Mechanik nichts oder wenig zu tun. Natürlich auch schon die Hebelbewegungen, klar. Aber wenn man dann die Geschichte dieser Region kennt und ihre wahnsinnige Bedeutung, dann ist es, glaube ich, etwas, warum mir immer das Herz aufgeht. Und der heutige Abend hat drei Teile. Das war die Begrüßung. Dann erzähle ich, wie ist ein Buch entstanden, wie ist dieses Buch entstanden. Dann erzähle ich ein bisschen aus dem Buch, bin ich schon dabei. Und um halb, das ist jetzt in einer guten Stunde, kriege ich erst, nee, 10 vor halb, Frau. Ja? 10 vor halb kriege ich die gelbe Karte und um halb die rote. Und dann, wenn noch Fragen offen sind, fragen wir. Ich finde, es gibt viele Bücher über die Zeit vor, oder die letzten 20, 25 Jahren. Sie finden Bücher von Politikern, von Pfarrern und die sind alle gut und interessant und ich lese sie mit großer Freude und großem Interesse. Aber eins finden sie wenig. Über Wirtschaft. Es sei denn, sie lesen irgendeine Abhandlung, wo jemand die Treuhand entweder beschimpft oder gut findet, je nachdem wie. Aber was nach 90 in der Wirtschaft passiert ist oder an Beispielen, guten und schlechten, da finden sie kaum was. Die Gründe sind natürlich klar. Da kommen wir auf ein Schlüsselbild, wenn Sie das Buch nachher alle haben werden. Das ist die Seite 93, die müssen Sie sich auch merken. Die Seite 93 ist ein Ausschnitt, habe ich bezahlt dafür, bei der Süddeutschen Zeitung, 12. Juni 2012. Ich kann mir wirklich so Quatsch merken, also so Daten, aber nichts Wichtiges. Also 12. Juni. Da zeigen die immer die 100 umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland. Und dann eine Landkarte dazu, Deutschland, und da sehen Sie Punkte. Und wenn Sie auf diese Karte gucken, dann sehen Sie unser Problem. Da ist der ganze rechte Teil, der Osten ist weiß. Wenn Sie mal West-Berlin wegnehmen mit Siemens und so, ist der weiß. Da gibt es einen einzigen Punkt. Der sitzt in Leipzig. Da sind nämlich die Firmensitze aufgemalt. Der einzige Punkt eines in Milliardengrößen Unternehmens, wo der Sitz im Ostdeutschland sitzt und liegt, der ist in Leipzig. Die Gründe sind Vielgestalt. Und ich bin weder Geschichtsprofessor, hätte ich vielleicht werden können. Übrigens, ich hatte Muskelrisse im Abitur, hier unten am Oberschenkel, fürchterlich. Das war so kalt, ich hatte mich nicht aufgewärmt, machte Spagat. Spagat. Und meine Mitkollegen aus der Schule lachten. Warum? Es riss, die dachten, mir wäre die Hose geplatzt. Es war der Muskel. Das kann einem wehtun, noch nachher. Ne? Und deshalb konnte ich nicht Oberschullehrer werden. Für Sport war vorbei. Vorher wollte ich auch noch was anderes werden, das steht im Buch.
Da komme ich dann noch. Übrigens, ich lese nichts vor heute. Ja? Also vorlesen können Sie selber. Ich erzähle was, stelle was vor und hinterher nehmen Sie alle das Buch und gucken dann nach. Also Sie finden nur diesen einen Punkt und das muss Auswirkungen haben und das hat auch Auswirkungen. Und deshalb, immer wenn ich so durch die Gegend gezogen bin und erzählt, heute gibt es richtig Lehrgänge, Storytelling. Also warum wir, wo es so schöne deutsche Wörter gibt, und da kann ich immer nur wieder sagen, Worte bilden, also warum wir kein deutsches Wort dafür finden. Also Storytelling kann man richtig lernen heute, kann man natürlich nicht lernen, aber es gehen trotzdem hin und zahlen dafür. Immer wenn ich unterwegs gewesen bin, dann habe ich so erzählt, über Studienzeit oder wo ich herkomme oder wie ich was gemacht habe. Und besonders das, was in den letzten vor 25 Jahren, was ich da gemacht habe, da haben viele Leute gesagt, ja, als Mensch, schreiben Sie das doch auf. Und so habe ich gesagt, mach's doch. Der eigentliche Grund ist aber noch ein anderer. Ich, nach 2010, ich hörte nach 42 Jahren in der VNG auf, saß ich da zu Hause rum, ne? Früh zu einer Zeit, wo ich nie saß. Meine Frau guckt mich an, wer ist das? Kaffeemaschine, versucht dich zu bedienen, dann blinkte irgendwas, da war es schon vorbei. Das heißt, man saß da rum, nicht, dass ich nichts zu tun gehabt hätte, aber meistens zur falschen Zeit. Und nachdem ich ich muss ja was machen, also habe ich meiner Frau erzählt, wie gut ich immer war früher. Ne? Und als ich das so das 10. Mal gemacht habe, hat sie gesagt, weißt du was, ich kann es nicht mehr hören, schreib's auf. Und so habe ich das gemacht. Der Bürgermeister, Oberbürgermeister von Leipzig hat neulich zu mir gesagt, als, haben Sie das, also wirklich, das meint er auch ernst, hat er gesagt, haben Sie das wirklich selber geschrieben? Ich sage, also, da komme ich wieder auf Freiberg, hier machte man, musste man schon selber Plagiats, also ich weiß nicht, auf so einen Gedanken wäre ich gar nicht gekommen, aber also, aber ein Oberbürger fragt mich so, Oberbürgermeister, ich habe, da ich meine Computerkenntnisse sind gering. Ich habe also alles von Hand auf gelb-schwarz liniertem Papier aufgeschrieben. Das Ding ist einsehbar, das Original. Und weil es so wenig Bücher von Wirtschaft gibt, habe ich das nun aufgeschrieben. Wenn ich in Norwegen zum Beispiel war und dann so erzählt, ich komme aus Leipzig und dann kamen wir immer automatisch auf die Frage 89. Und dann sagten mir Freunde oder Bekannte oder die mit teilnehmen, ja, also die Bilder vom haben wir natürlich auch gesehen, das waren ja tolle Bilder. Ja, sage ich, wovon? Ja, vom Fall der Mauer, 9. November. Ja, sage ich, ist aber der 9. Oktober. Nee, da würde ich mich irren. Es wäre der 9. November. Ja, sage ich, wir reden von zwei unterschiedlichen Dingen. Und dann habe ich erklärt, wo ich tief überzeugt davon bin, dass natürlich der 9. November, der Fall der Mauer, die Bilder sind ja nicht, sie sind so in uns drin und in der Geschichte, dass man die nicht bekämpfen soll, will, muss, darf. Nur, wenn man, je länger man da, das wird im nächsten Jahr wieder so richtig alles hochkochen. Und zum Schluss hat man das Gefühl, weil ein leicht verwirrtes Politbüromitglied irgendwas Falsches abgelesen hat, hat er die Mauer eingerissen, nicht? Schabowski, ich glaube heute Abend oder so. Nein, habe ich denen gesagt, es ist der 9. Oktober. Wieso der 9. Oktober? Und dann habe ich vom Wunder von Leipzig erzählt. Das sind nicht die Leipziger. Das ist Sachsen. Das nämlich am 9. Oktober, und jetzt komme ich wieder auf den 9. Oktober, nochmal zur Frau Merkel. Am 7. Oktober saß ich wieder bei so einer Veranstaltung. Und die Zeit war in der ersten vorbei. In der ersten Runde und es wurde Pause gemacht. Und Frau Merkel sagte, die Bundeskanzlerin sagte, also wir machen jetzt eine Pause. Da habe ich mich gemeldet. Sagt sie, Herr Holz, jetzt nicht, wir machen jetzt Pause. Ja, ich möchte trotzdem.
Na, sagt sie, gut. Aber war so unwillig auch so, der schon wieder. Erzählen Sie. Und dann habe ich gesagt, meine Damen und Herren, am 7. Oktober 1989, 15 Uhr, wurden wir in Leipzig im VEB Verbundnetz Gas zusammengerufen. Wir waren die Abteilungsleiter und Hauptabteilungsleiter, ich war Abteilungsleiter, war schon was. Und vor uns stand der Betriebsdirektor, Kampfgruppenkommandant, Parteisekretär. Und ich hatte manche Veranstaltungen mitgemacht. Ich hatte selber auch den Schnee erzählt. Ich war und bin kein Revolutionär gewesen. Aber ich habe immer nur halbwegs Menschenverstand in Freiberg gelernt. Deshalb habe ich auch meinen Mund nie ganz gehalten. Also da standen die und es war eine andere Situation. Also da wurde nicht so dahergesagt wie beim 1. Mai, wir bauen nun wieder den Sozialismus aus und alles wird gut und noch ein bisschen besser, sondern es war eine ernste Stimmung. Und der Betriebsdirektor sagte Folgendes, Kolleginnen und Kollegen, vielleicht hat er sogar Genossinnen und Genossen gesagt, ich weiß nicht, wann wurde ja alles in einen Topf geschmissen. Heute ist Freitag. Sie haben bitte folgende Aufgabe. Am Montag, den 9. Oktober, werden wir nicht hinnehmen, dass um den Ring von Leipzig wieder so das hässliche Haupt des Kapitalismus sich erhebt. Und Sie haben folgende Aufgaben. Erstens, sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter dort nicht hingehen. Und zweitens, dass Ihre Familienangehörigen zu Hause bleiben und Sie bleiben auch zu Hause. Es wird mit allen Mitteln verhindert werden, dass solche vom Westen angezettelten Demonstrationen oder Zusammenrottungen, wurde ja keine Demonstrationen, stattfinden werden. Und dann war die Sache zu Ende. Und ich kann Ihnen sagen, wenn man heute so zurückdenkt, dann, ja, haben wir vielleicht gelacht, so machen wir mal. Es war ernst, das merkte man. Es war eine unglaubliche Spannung in dieser kurzen Ansprache. Und jetzt komme ich zurück. Ich saß ja nun mit der ganzen deutschen Wirtschaft und der Politik da bei Frau Merkel am Tisch. Und dann habe ich gesagt, wir hatten alle Angst. Niemand hatte keine Angst. Und das eigentliche Wunder für uns Deutsche ist, dass die Menschen da trotzdem hingegangen sind, trotz dieser Angst. Und zwar 70.000 bis 80.000 hat ja keiner genau nachgezählt. Und da habe ich gesagt, Frau Bundeskanzlerin, meine Damen und Herren, und weil das so war, weil die Menschen den Mut hatten, sitze ich heute hier in Berlin im Bundeskanzleramt. Es war, kann ich Ihnen sagen, totenstill im Raum. Und dann haben die alle geklatscht und die Bundeskanzlerin hat gesagt, Herr Holst, ich säße sonst auch nicht hier. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist der 9. Oktober so entscheidend. Man muss sich, der 9. und der 16., man muss sich doch nur fragen, wann ist Erich Honecker zurückgetreten? Wissen Sie es noch? Weiß einer? 16. Nee, nee. 18. Montag war der 16., 17. tagte das Politbüro und am 18. war weg. Und am Montag war nämlich die zweite große Demonstration, da waren es schon 150.000. Und wenn Sie diesen Film sehen von dem 9. Oktober, dann läuft mir immer noch wirklich, es ist rieselnd den Rücken runter. Denn der 9. November, da war die Macht des Staates zerbröselt, sie war weg. Das hätte auch am 10. sein können oder am 5., wenn Schabowski eher gelesen hätte. Nicht? Der 9. Oktober, meine Damen und Herren, das ist der entscheidende Punkt. Da entschied sich unser Schicksal als Deutschland und friedlich. Ich habe Runden mitgemacht mit Pfarrer und die Pfarrer der Kirchen, Pfarrerführer, das sind für mich die wirklichen Helden, nicht Leute wie ich oder so. Ich habe da Runden mitgemacht, das war schon interessant. Dann sagten die in der runden Ecke in Leipzig gesessen hatten, naja, dass es friedlich war, ist ja auch unser Verdienst. Im Endeffekt könnte man sagen, ja. Nur, das ist kein Verdienst. Das war das Ergebnis zweier Dinge. A, man ließ die Genossen in Leipzig schlicht alleine. Die saßen und haben verzweifelt versucht, irgendeine Anweisung zu kriegen aus Berlin. Haben sie nicht gekriegt. Und das Zweite, so auf 200, 300 Leute, da waren sie ja eingerichtet. Aber auf 70.000 aussichtslos. Ich erlebte mal einen Kampfgruppenkommandeur am 24. November hielt er eine Rede vom alten Reichsgericht
Der PDS war das dann schon, glaube ich. Und er sagte, ich lag als Kampfgruppenkommandant in den Büschen um die Oper Leipzig herum. Und wir wussten nicht, was wir machen sollten. Wir hatten scharfe Munition. Und was ich wusste, dass mein Sohn draußen mit rumläuft, ich hätte nicht gewusst, was ich mache, wenn der Befehl gekommen wäre. In diese Ecke und in diese Sache will ich nie wieder kommen. Dieses Wunder von Leipzig ist eine der ersten Geschichten im Büchlein. Kurt Biedenkopf hat ein Vorwort geschrieben. Danach ist er auch in den Aufsichtsrat der VNG, der Bergakademie gekommen. Ne? Hast du gut gemacht. Erst schreiben, dann rein. Also wir haben gesagt, wenn du gut schreibst, kommst du rein. Nein, er hat ein schönes Vorwort geschrieben. Bisschen lang vielleicht. Und er beschreibt ihm, was man selber nicht kann. Dass es eben auch keine Autobiografie ist, sondern dass ich dieses Erleben dann von da an was ja, in Geschichten aufgeschrieben habe. Es sind also 17 Geschichten, die Sie vorne anpacken können und hinten anpacken können. Aber sie hängen natürlich in einer zeitlichen Reihenfolge zusammen. Und ich wollte eigentlich nicht Oberschullehrer werden, sondern ich wollte Rechtsanwalt werden. Das ist ein Schlüsselsatz aus meiner Geschichte. Aus meiner Familie. Mein Vater war gefallen am 1. Oktober 1942, vor Leningrad, kommt noch drauf, und bin erzogen von meinem Großvater. Und so in der Oberschule, da gab es ja A- und B-Klasse, also sprachlich und naturwissenschaftlich, und da wurde man gefragt, was willst du werden? Oder sie, glaube ich schon, und je nachdem, was man werden wollte, kann man in sprachlich oder in naturwissenschaftlich. Und meine ganzen Sportkameraden, die waren alle in der Naturwissenschaftlich. Und ich habe also meinen Großvater vorher gefragt, was sage ich denn? Ich sage, ich will doch Rechtsanwalt werden. Und da hat mein Großvater mich angeschaut, er war damals 80, nee mehr, 85, und hat gesagt, Jung, in einem Unrechtsstaat kannst du nicht Rechtsanwalt werden. Ich gebe ehrlich zu, ich begriff es gar nicht so richtig. Ich sagte, sag was anderes, werd Ingenieur oder so. Ich war eigentlich der denkbar schlechteste Ingenieur, wie man an den Zensuren sieht. Aber ich habe dieses Freiwerk genossen, weil man sich, ich mich selber quälen musste. Also ich habe mich in den ersten 4 Semestern wirklich gequält im Freiwerk. Danach, ich glaube, ich habe mehr Skat gespielt als Bohrtechnik zu mir genommen. Und singen gelernt. Ja, richtig. In diesem Raum saßen wir bei Veranstaltungen, die ja offiziell von der FDJ ja organisiert waren. Und hier oben war eine Kapelle um 12 Schichtwechsel. Diesen Schichtwechsel, meine Damen und Herren, ja, viele haben ihn ja mitgemacht, ah, der war wirklich verrückt. Und dann versuchte die Kapelle, also Glück auf ging ja noch, alte Germanen auch noch, Kurfürst Friedrich, wurde schon schwierig. Dann fing der FDJ-Sekretär Balzereit schon an zu sagen, nein, nein, nicht mehr, wir müssen jetzt tanzen. An sich tanzten wir ja ganz gerne. Man fragte sich manchmal bloß mit wem, mir ist es passiert. Ich bin in Freiberg hier an so einen Tisch gesprungen, nicht, wo ein paar Mädchen saßen und habe so, darf ich bitten, kriegte ich zu hören, nein, ich bin schon vorengagiert, naja. Also, da war nicht viel. Also, wir sollten aufhören zu singen. Und wir sangen zum Schluss immer, für mich das schönste Studentenlied, das ist von Viktor von Scheffel, als die Römer frech geworden. Und wir sangen es, wenn wir wollen, singen wir nachher nochmal die letzte Strophe zusammen. Ist nicht so, also da gehört einiges dazu. Man kann die nicht ganz zum Schluss singen wird schwierig. Ja. Also, aber sie ist wunderschön deshalb, wenn Sie wollen, machen wir das nachher. Weil die letzte Strophe lautet, und zu Ehren der Geschichten, Simserim, Sim, 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 tat ein Denkmal, man errichten, Simserim, Sim, 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 Deutschlands Kraft und Einigkeit, tätere, tätete, kündigt es nun weit und breit, tätere, tätete, und dann alle, mögen sie nur kommen. Los, wow, 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 wow.
wau, wau. Mögen Sie nur kommen, schnettreng-teng, 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 treng-teng-teng. Saßen hier 300 Studenten und sangen diese Strophe. Ich kann Ihnen sagen, der Balzereit wurde immer weggespült. Und wir sangen eigentlich nur, um diese letzte Strophe so schön zu singen. Nach der dritten Hochschulreform, glaube ich, ging das nicht mehr. Auch noch? Ah, es wurde schwieriger. Und das war etwas Besonderes, glaube ich, von Freiberg. Ich werde heute immer gefragt, so, was soll man machen als junger Mensch? Worauf soll man sich vorbereiten, um Chef zu werden? Also, dass man Differentialgleichung und das alles auch so ein bisschen kann. Die Persönlichkeitsentwicklung ist entscheidend. Und die Freiberger Professoren dieser Zeit und auch die Studenten, das war so eine Wechselwirkung, die ließen uns in unserer Persönlichkeit sich entwickeln. Wenn man eine Stadt kennenlernen will oder Leute in der Stadt, was macht man am besten? Nicht durch die Stadt laufen, in die Kneipe setzen oder ins Café. Die kommen alle vorbei dort einmal. Jeden sieht, und dann kommen Gespräche und dann kann man fragen. Und Fragen und Gespräche waren wir ja nicht so richtig gewohnt. Also ich komme zurück, der 9. Oktober. Ich mache in Leipzig zusammen mit dem Pfarrer Führer eine Stiftung Friedliche Revolution. Die befasst sich damit, und wir machen nur damit junge Menschen, aber auch ältere, diese Unterschiede in dieser Zeit kennenlernen. Und ich komme auf zwei Sachen, die ich in Freiberg gelesen habe, die für mich ganz wichtig waren. Das erste, entschuldigen Sie bitte, aber es war das neue Deutschland auf dem Klo. Da schrieb Kurt Hager über die intellektuelle Überheblichkeit von Menschen, die meinten, sie wären klüger als die Partei. Als ich das las, dachte ich, gut, das hat sich erledigt, die wollen mich nicht. Und das Zweite war, in der akademischen Buchhandlung das kleine Büchlein von Viktor Klemperer, LTI, Lingua Tertii Imperii, die Sprache des Dritten Reiches. Das gab's bei Reklam. Also als ich das gelesen hatte, habe ich gesagt, Gottes Willen, hat das niemand vom ZK freigegeben? Hager, das konnte nicht sein, denn wenn Sie es lasen, dann war ihm klar, wo man lebte. Die Militarisierung der deutschen Sprache im Dritten Reich war das Hauptkennzeichen. Und das arbeitet Viktor Klemperer wunderbar heraus. Und was machten wir? Ernteten wir? Nee, Ernteschlacht. Mähdrescher Fahrer? Nee. Erntekapitän. Die Militarisierung, das war flott weitergegangen. Ruckzuck in den vierten Bereich. Und da komme ich ein bisschen auf einer meiner Lieblingsthemen. Das steht aber auch alles nicht im Buch drin. Die Sprache. Sie bildet. Klemperer sagt nämlich, achten Sie auf Ihre Sprache. Sie merken das deutlich, wenn so ein Mensch in einem Betrieb oder in einem Unternehmen mit Arbeitern oder mit anderen zu tun hat, sitzt mit dem am Tisch, dann glaubt er wirklich beim Bier abends, er müsse jetzt rumsauen, mal auf Deutsch gesagt, oder schlüpfrige Witze erzählen. Dann könnte er sich mit denen besser unterhalten. Das geht so schief. Man soll eine einfache Sprache machen, damit man sich versteht. Und ich komme wieder auf meinen jeder von Ihnen, ich auch. Wenn Sie 25 Jahre zurückdenken, dann reden wir von Wende. Also einen größeren Quatsch kann es doch nicht geben. Der Staat ist weg. Das ist, also wenn Revolution, ich habe ja Marxismus lesen, eins gehabt, wie ich gelesen, wie wir wissen. Also wenn es eine Revolution war, dann war doch das eine Revolution. Und wissen Sie, wen wir aufgesessen sind? Egon Krenz. Egon Krenz hat in einer Politbürositzung, da haben die gesessen und gesagt, wie kriegen wir das da noch hin in Sachsen? Dass wir da irgendwie, und was machte man? Man setzte sich an die Spitze der Bewegung, um es zu lenken und zu wenden. Und das Wort Wende ist doch so schön. Da drehe ich mal hier ein bisschen irgendwo und dann dreht sich das Schiff. Das Schiff ist zerschmettert worden. Aber es spricht sich so einfach. Aber weil es sich so einfach spricht, wenn wir jetzt rückwirkend denken, ist Wende. Wenn Sie einen jungen Leute haben, sagen, das muss ja einfach gewesen sein, ein bisschen wenden. Ne? Wort Wende, also was da alles gekommen ist. Es ist eine Revolution gewesen, eine friedliche Revolution. Und das beschreibe ich da drin.
Wenn man will und wenn man ein bisschen auch aus so einem Abend was, dann reden Sie doch von Revolution. Übrigens geht es gleich weiter. Wo reden wir heute über die Energie allemal? Wende. Also schon, wer das liest, sitzt zu Hause oder hört, sagt, na, das wird doch wohl gelingen, so ein bisschen wenden. Wir nehmen mit diesem weichmachenden Wort eine der schwierigsten Vorgänge in einem Industriestaat Deutschland auf die Hand. Es ist eine Energierevolution. Wir hauen ein Schiff kaputt und das soll trotzdem, ohne zu sinken, weiterfahren. Das ist. Und wenn Sie das Buch dann alle lesen werden, ja, dann schlagen Sie es mal auf, da finden Sie Bilder. Ich hatte einen riesen Streit mit meinem Lektor, der sagte immer, Holz, Sie machen daraus ein Fotoalbum. Ich sage, nee, ohne Fotos geht es doch nicht. Nein, nein, wenn Sie es nicht erklären können, habe ich gesagt, ich brauche Fotos. Ich sage, erzähl nachher, warum ich besonders welche brauchte. Also, wenn Sie es nicht erklären können, dann ist es sowieso schlecht, sagt der Lektor. Sie brauchen keine Bilder. Manche Bilder braucht man doch. Und da werden Sie sehen, ich glaube, es ist Seite, ich kann nicht alle Seiten. Also ich habe meins nämlich vergessen, mein Buch. Wenn ich eins hätte, würde ich mal nachgucken. Also ich habe wirklich mein Buch vergessen zu Hause. Also, aber ich habe es ja geschrieben. Wirklich. Also nicht Jung hat recht, ich habe recht. Da sehen Sie zwei Bilder, links die Stadthalle, Silhouette, und rechts 10 Jahre später, jeweils an einem Winterwerktag. Wir kennen, oh, ich bedanke mich. Dem muss was passiert sein, nicht? Also der sieht wirklich schlecht aus. Also da ist das, an einem Winterwerktag habe ich das, haben Fotografen gemacht, habe ich den abgekauft, zu sehen, wie Halle aussah an dem Winterwerktag 88 und 1998. Toll. Links, wie wir es kennen, rechts, sauber und klar. Und man kann mich, ich finde, erneuerbar ist alles super. Nur, dass wir hier und unsere Kinder im Osten nicht im Oktober Bronchitis haben, das hat nicht Sonne und Wind gemacht. Das hat die erste Energierevolution nach 90 gemacht, nämlich Öl und Gas statt Kohle im Ofen. Vorgestern war eine Sendung, es ist eine, also Sie können ganz andere Meinung, naja, schreien Sie mich nieder oder so. Aber es ist ein unglaublich toller Trick, wenn wir mal von Lobbyisten reden, von den grünen Lobbyisten, die es wirklich geschafft haben, uns allen weiszumachen, verfeuern wir viel Holz, das ist gut für die Umwelt. Na, so ein Blödsinn. Der höchste CO2-Ausstoß kommt mit durch Holz. Das haben wir 90 durch Erdgas verändert. Und heute, ja, Pellets, nachwachsende Rohstoffe. Ich sage immer, mein Erdgas wächst auch nach. 150 Millionen Jahre dauert ein bisschen, aber nachwachsen tut es auch. Also man kann vieles machen. Als wir ich las am 4. Dezember 1989 das Neue Deutschland und lese einen Artikel, da steht Überschrift, Politbüro, Mitglied und Generaldirektor, Dr. Herbert Richter, Generaldirektor des Gaskombinats Schwarze Pumpe, trifft sich mit Ruhrgas-Chef Klaus Liesen und spricht über die Zukunft der DDR-Gaswirtschaft. Also, den einen kannte ich, war ein toller, wilder Arbeiter, aber eher ein General, hießen ja Generäle, so handelten sie auch, also militärisch. Den anderen kannte ich nicht, Herrn Liesen, einen der wichtigsten Leute der deutschen Wirtschaft in den 90er Jahren, wirklich. Aber eins fiel mir auf, der eine aus dem Osten, der für den Zustand, ob schuldig, mitverantwortlich war, fuhr in den Westen und erhielt sich mit dem Mann, den ich nicht kannte, über unsere Zukunft. Und wir rannten abends um den Ring in Leipzig am Montag und dachten, ja, es war wichtig. Mir fiel aber
in dieser Zeit, eins auf, da kamen Genscher und alle, die kamen nach Leipzig, ich war in der LDPD, ich war ja wegen Harras, Neuen Deutschland, nicht in die SED, hätte ich auch gehen können. Ich beschimpfe auch keinen, der da reingegangen ist. Nur ich wundere mich immer, dass man hinterher, heute, wir reden nur über die Stasi, wir reden nicht über die Machtverhältnisse, die hinter der Stasi standen. Wer hat sie denn angeleitet? Gut, zurück. Also, ich immer war in der LDPD und traf da Leute. Und da ging es über alles, über die Wahlen und die ersten freien Wahlen. Und das ist ja auch alles wichtig. Nur über eins hörte ich nichts. Was wird aus der Wirtschaft? Wo verdienen wir unser Geld in Zukunft? Umweltfragen, das noch gerade so. Aber was wird aus Kombinaten und aus großen Unternehmen oder aus kleinen oder Betrieben? Wie wird aus den Betrieben Unternehmen? Nichts, keine Diskussion dazu. Und weil das so war, habe ich mich selber gefragt, was wird aus dir? Und jetzt las ich diesen Artikel, 4. Dezember 89. Und also, da erfasste mich auch die Revolution, gebe ich zu. Ich hatte mal sowas aufgeschrieben, im September 89, was könnte so ein volkseigener Betrieb denn werden oder was könnte daraus werden? Ich dachte mir, es ist doch einfach. Wir müssen irgendein Produkt haben, das verkaufen wir und von dem Verkauf bleibt so viel übrig, dass man da die verrotteten Sachen nicht weiter verrotten ließ und doch Löhne bezahlen konnten. So hatte ich mir Marktwirtschaft vorgestellt. Nee, Marktwirtschaft hatte ich nicht gedacht. Also eine neue, andere DDR vielleicht. Und das hatten wir auf 10 Seiten dem Generaldirektor geschickt. Und mit dem ist er wahrscheinlich in den Westen gefahren, dachte ich so bei mir, ja? Und redet mit Liesen. Also habe ich einen Brief geschrieben, stand so ungefähr drin, sehr geehrter Herr Generaldirektor, was natürlich schon eine Frechheit war, nicht? Den Genossen Generaldirektor mit Herr anzusprechen. Also wir hier in Leipzig haben das da gehört, dass Sie da in Essen waren und wir würden gerne wissen, worüber Sie gesprochen haben. Und ohne uns einfach auch nicht. Wir wollen mitmachen und mitwirken. Und um das ein bisschen mit revolutionärem Druck zu unterstützen, hatte ich geschrieben, wenn sie nicht kommen, schließen wir die Kugelhähne. Der ist schlimmer als die Russen, ne? Ja. Mit dem Schreiben bin ich zum Betriebsleiter gegangen, Herrn Hensel. Ihr kennt ihn noch. War ein kleiner Mann, der ist eigentlich aus Angst gestorben später. Der hatte vor allem Angst vor der Frau und vom Generaldirektor und vom Sozialismus und vor der Revolution. Der hatte wirklich vor allem Angst. Wir konnten ganz gut miteinander. Zudem bin ich hin, habe den Brief in die Hand gesteckt und habe gesagt, hier, lies, das sollten wir jetzt dem Generaldirektor schicken. Er nahm das und sagte, er las es sogar und sagte, geht nicht. Wenn ich das schreibe, per Fernschreiben, wäre ich sofort entlassen. Und das leuchtete mir ein, das war auch klar. Dann sage ich, dann mache ich es. Er sagte, dann muss ich dich entlassen. Das leuchtete mir auch ein. Ich wollte es aber nicht. Ich komme in einer halben Stunde wieder. Bin ich rausgegangen und wir saßen so in Baracken in Bülz-Ehrenbechner, wie man eben so saß in Baracken, in den gelben Dingern. Und da traf ich ein paar Leute, die kannte ich gut und denen hatte ich auch Vertrauen. Habe ich gesagt, hört mal zu, habt ihr das schon gelesen? Nee, haben wir nicht. Habe ich das erzählt. Ich sage, ich kriege den Hensel nicht dazu, das da hinzuschicken. Wir müssen irgendwas machen. Ich sage, schlag euch vor, wir gründen jetzt hier einen Betriebsrat. Was ist das? Ich sage, ich weiß es nicht. Es ist aus dem Westen und das ist erstmal gut. Es ist nichts mit FDGB, braucht er keine Angst zu haben. Wir machen also einen Betriebsrat und ihr müsst jetzt sagen, ich kann nicht Betriebsrat, sage ich. Ich bin Ingenieur, ihr müsst, seid ihr bereit? Da haben die gesagt, das durchgelesen, ja. Na, dann haben wir die Namen drunter geschrieben und haben als Unterschrift gesagt, der Betriebsrat. Damit bin ich zu dem Hensel gegangen. Ich habe gesagt, hier hast du ein Schreiben. Nein, das ist falsch. Das haben wir auf den Fernschreiber gelegt und haben es in die schwarze Pumpe nach Hoyerswerda geschickt. Und dann bin ich zum Hensel und habe gesagt, das ist übrigens gerade weggegangen. Also der starb fast an seinem Stuhl. Aber er war auch froh. Er hat es ja nicht geschickt. Und ich saß noch ein bisschen, wir haben uns unterhalten, was damit würde, klingelte das Telefon. Wir hatten so Feldtelefone, nicht? Die Reichsbahn hatte Feldtelefone und die Energiewirtschaft, weil ja sonst keine Telefone da waren und sie auch nicht gingen. Also klingelte das, der Hensel nahm das ab
Und er hatte den Hörer schon so ein bisschen hier, der, ich hörte am anderen Ende den Generaldirektor toben. Also Hänsel, ich glaube Lutz, Genosse Lutz, was ist bei dir los? Die Konterrevolution nur auch schon in der VNG, nicht nur auf dem Ring am Montag, hast du deine Bude nicht im Griff, was ist da los bei dir? Also ergoss ich das. Und mein Hänsel sagte, also mein Betriebsdirektor, ich weiß nichts. Das eine war so schlimm wie das andere. Aber er wählte schon den besseren Weg. Also nicht die Konterrevolution zu kennen, war besser als mit dabei zu sein, war ja klar. Und der schrie ihn also weiter an und ich saß ihm ja gegenüber. Er wusste ja, wo die Konterrevolution saß. Ich wusste das auch, ich wollte sie gar nicht, aber ich war sie dann auf einmal. Und der schrie dann nur, mach dich kundig und so. Übermorgen bin ich da. Also es hatte seinen Zweck erfüllt. Dann kam der Generaldirektor mit 20 Leuten, die BGL und der FDGB und die Kampf. Alle waren da. Wir waren ungefähr so 300 Leute überfüllt in einem Speisesaal und er hielt eine Rede, die war wirklich toll. Die ging ungefähr so, also viele Fehler gemacht, Sozialismus, jetzt müssen wir aber zusammenstehen und Solidarität ist gefragt. In der Personalpolitik wird es auch noch ein bisschen anders werden. Aber, also, könnt euch darauf verlassen, Genossen, Genossen, wir werden, denn das ist unsere Hauptaufgabe, wir werden nicht zulassen, dass der westdeutsche Kapitalismus hier unsere schöne Republik übernimmt. Noch Fragen? Wir waren es eben nicht gewohnt zu fragen, das muss man einfach sagen. Das hat an vielen Schuld, das stellt man immer wieder fest, selbst noch nach 25 Jahren, dass wir das Fragen nicht gelernt und geübt hatten. Und da alle schwiegen, setzte er sich und eigentlich war die Sache damit zu Ende. Und nun guckten die sich um, die da saßen, zu mir. Und das ist dann so im Leben, also da ist ein Fenster auf, da springt man durch oder man springt eben nicht durch. Und ich hätte mich wahrscheinlich noch heute im Schlafe umgedreht, wenn ich nicht aufgestanden wäre. Ich bin also aufgestanden, bin zum Mikrofon gegangen, habe gesagt, sehr geehrter Generaldirektor, schön, dass Sie da sind. Das hat dann später wahrscheinlich hier immer bei Wetten, dass jeder sagt immer, schön, dass Sie da sind. Also ich kann es schon gar nicht mehr hören. Ich auch an dem Abend, aber wahrscheinlich haben die das abgehört sich. Also habe ich gesagt, schön, dass Sie bei uns sind. Ihre Rede, wenn Sie die vor 2 Jahren gehalten hätten, hätten wir Ihnen die zu Füßen gelegen. Wir hätten mitgemacht wahrscheinlich. Aber heute ist es hier zu spät. Heute sind Sie in Leipzig, hier ist Revolution und wir machen nicht mehr mit. Wir werden unseren eigenen Weg gehen. Und wir müssen, das sind dann so Menschen, ja. Also wir brauchen Führung. Das ist zu Hause so, da hören wir auf die Frau im Betrieb. Ja, wer was anderes erzählt, lügt. Und im Betrieb oder im Unternehmen und in der Politik. Das heißt nicht dazu, dass wir irgendwie immer gläubig sind. Einer muss uns sagen, was wir tun müssen. Das ist der Unterschied. Aber Vorgaben schon, die vermisse ich in der Politik auch komplett. Wenn man zum Schluss nach dem Stammtisch arbeitet, da haben Sie keine Chance. Ein großes Land, nicht wie wir. Da wären wir schlecht. Wenn wir alles wollen, ich sah heute Mittag Rennsteig, da soll ein Pumpspeicherwerk gebaut werden, um Gottes Willen, Pumpspeicherwerk des Teufels. Versuchen Sie mal irgendwas in unserer technischen Industrienation, wo wir so glücklich sind, dass wir fast Industrieweltmeister oder Exportweltmeister, bauen Sie mal was Neues mal irgendwo hin. Ist alles hin. Keiner will es machen. Jetzt zurück. Die Menschen standen auf, brüllten, schrien den Generaldirektor raus, der nahm meinen kleinen Betriebsdirektor und verschwand. Und dann kam einer vom Gaskombinat zu mir und sagte, der duzte mich auch, Klaus Ewald, das hast du nicht umsonst gemacht. Das durftest du nicht tun. So geht man mit dem Generaldirektor nicht um. Da habe ich ihm gesagt, ganz freundlich, der ist sogar bekannt, viele von denen kennen ihn. Ich habe ihn deutlich mal wieder getroffen, da konnte er sich kaum noch erinnern. Habe ich gesagt, nun musst du mal Folgendes sehen. Sei mal froh, dass du hier in Leipzig bei zivilisierten Menschen bist. Wenn du in Essenheim so eine Versammlung gemacht hättest, ich weiß nicht, ob du da heil rausgekommen wärst. Und sei mal froh, dass wir anders mit euch umgehen, als ihr wahrscheinlich mit uns umgegangen wärt, wenn ihr es könntet. Und dann verschwand er auch.
Das war der Beginn der neuen VNG. Das können Sie dann lesen. Oh, ich habe ja noch Zeit. Jetzt kam was ganz Verrücktes. Ich war in der LDPD und ich habe mich da immer engagiert auch. Und die Stadt Leipzig, wahrscheinlich wie alle Städte, Freiburg, ich kann mich in der Zeit nicht daran erinnern. Wir hatten so viel Revolution, dass nicht mehr die Müllabfuhr funktionierte. Dass die Straßenbeleuchtung, es sah schon immer schlimm aus, aber jetzt sah es wirklich in Leipzig besonders schlimm aus. Weil wir hatten allem zu tun, uns auf den Montag zu freuen, da rumzulaufen. Und nicht drüber nachzudenken, was wird aus uns. Politisch schon, aber wovon leben wir in Zukunft? Und da war eine Versammlung, Sie können sich vielleicht erinnern, die so alt sind, sind auch Jüngere unter uns? Nein, doch, ja. Also, ein Hauptpunkt der Bürgerbewegung war ja der Wahlbetrug im Mai 89. Und da hatten ja alle gesagt, kein Wahlbetrug, auch der Oberbürgermeister von Leipzig, Herr Seidel, nicht. Und eines Tages saß er im Gefängnis, weil nur irgendwie einer festgestellt hat, wir müssen irgendwas tun, wenden, ein paar ins Gefängnis und ansonsten weitermachen in diese Richtung. Und da saß er und hatte zugegeben, nun doch. Und zwar, nein, also erstmal gab er es nicht zu. Und in der Zeitung sagte sein Stellvertreter, also auf die Frage, möchten Sie Oberbürgermeister von Leipzig werden, sagte der, er war es amtieren. Nee, das will ich nicht machen. Also in diesem Chaos hier, so überhaupt nicht. Ich saß zu Hause, las die Zeitung und ich habe mich so aufgeregt, sagte zu meiner Frau, stell dir mal vor, die Genossen, der hat jetzt keine Lust, Oberbürgermeister zu werden, weil dieses Chaos so groß ist. Also unglaublich. Parteiversammlung, Redner, Verantwortung und sagte dann, ja meine liebe Parteifreunde, Sie sehen ja, keiner will Oberbürgermeister werden. Und ich saß so ziemlich weit hinten, habe ich einen Arm gehoben und gesagt, ich würde es machen. Was mich da getrieben hat, ich weiß es bis heute nicht. Wieder alle Menschen sich umgedreht haben und gesagt, Sie würden es machen? Organisation, ein bisschen Müllabfuhr und so, das muss doch hinzukriegen sein. Ja, wir würden mitmachen. Schon war ich fast Oberbürgermeister. Nein, so war es nicht. Ich bin nach Hause gegangen und habe meiner Frau gebeichtet, dass ich sage, weißt du, was mir passiert ist? Ich habe mich gemeldet. Ich weiß gar nicht, vor wem ich mich gemeldet habe. Also ich habe nur einen Arm gehoben, habe gesagt, ich würde es machen. Schwupp war ich nächsten Tag in der Zentrale der LDPD, wurde was aufgesetzt und dann habe ich mich als Oberbürgermeister von Leipzig beworben. Das war so ein ähnliches Ding, wie du es vorhin gezeigt hast hier. Da musste man einen Personalbogen dazu anhängen. Also ich habe aufgeschrieben, ich würde gerne, weil Sie es nicht wollen, Oberbürgermeister von Leipzig werden. Und habe dann rangeschrieben, da stand ja alles, was man so alles war. Ich lache immer heute, da hat er neulich mal geschrieben, oder mehrfach, die Bundeskanzlerin war wirklich für Agitprop in der... das ist ja wirklich fürchterlich. Also... Dafür ist man ja dann für nichts mehr im Leben geeignet, in der Demokratie, nicht, wenn man so eine Geschichte hat. Ich hatte aufgeschrieben, ich habe das Ding noch zu Hause, was ich alles war, nicht? Gruppenratsvorsitzender und FDJ und Agitation und Propaganda. 7- oder 10-facher Aktivist war ich geworden, um Gottes Willen. Und, worauf ich richtig stolz war, ich hatte sogar einen Orden Banner der Arbeit. Das war einer der höchsten Orden der DDR. Die habe ich 72 bekommen. Wofür? Für den Bau des Flüssiggasspeichers Gnetsch, der funktioniert heute noch. Das war eine technische Lösung mit Freiberg zusammen, mit der Bergakademie. Niemand wusste, wie das geht. Wir sind morgens auf die Baustelle gefahren, dann haben wir uns ein Problem genommen, sind zur Tiefbohrtechnik oder zum Sitz gefahren und haben gesagt, wie geht die Dichte? Was können wir in Stahl verschweißen, wenn er nicht verschweißbar geht? Wie funktioniert eine Kaverne. Dann haben wir diskutiert, mit dem Ergebnis sind wir raus auf die Baustelle und haben es gemacht. Können Sie sich vorstellen? Wir haben das Ding in einem Jahr gebaut. Bis heute. Heute dauert das Planfeststellungsverfahren 10 Jahre und dann noch 10 Jahre drauf. Also manches ging schon und das war wieder Freiberg etwas Besonderes.
Praxisnähe, Burggraf Bernsdorf ist genauso gebaut worden, funktioniert heute noch, ist einer der wirklichen industriellen Weltwunder. 90 machte ich meinen ersten, nicht das erste Buch, aber den ersten Jahresbericht über die AG, Verbundnetzgas AG. Da waren Bilder drin, die hatten wir gemacht, damals unten im Kaliwerk, bevor wir es geflutet hatten, oder dann wieder, bevor es dann mit Gas gefüllt wurde. Da hatten so Leute mit Grubenlampen, mit so Mehrfachspiegelung gestanden. Und mein Aufsichtsratsvorsitzender ruft mich an, sagt er, in deinem Bericht da ist so ein Bild drin, was ist denn das? Herr Späth war das. Nicht Lothar Späth, sondern Späth, der Ruhrgas. Ja, sag ich, das ist der UGS Burggraf Bernsdorf. Was ist das? Ja, sag ich, das ist stillgelegtes Bergwerk. Das ist wieder aufgearbeitet worden. Schachtdurchmesser 3,60 Meter, gegen einen Druck von 25 Atmosphären, gasdicht abgeschlossen. Ja, sagt, das habe ich überhaupt noch nicht gehört, sowas. Ja, sage ich, ihr wart nicht auf die Revolution vorbereitet, wir auch nicht, wir waren nicht auf die Einheit vorbereitet, aber jetzt guck's dir mal an. Also, das ist so ein, im Buch werden Sie sehen, ich finde oder ich beschreibe Beispiele, nämlich unser eigenes, was ich erlebt habe. Sie können was ganz anderes erlebt haben. Wahrscheinlich haben Sie auch gesagt, wenn Sie das gelesen haben, ey, was der wieder alles zurechtbiegt. Eins beschreibe ich, was uns gefehlt hat vor allen Dingen. Das ist etwas, was ich erlebt habe. Sich zusammenzusetzen und mal die Ideologie. Wir hatten nämlich auch eine andere Ideologie, die nicht immer klug war. Ich verweise wieder auf die, wenn Sie derzeitig über die Ukraine oder über Russland Journalisten parlieren, lesen. Also mal weg und sagen, also wenn er da so einen Speicher gebaut hat, den haben wir im Westen noch nicht gebaut. Haben vielleicht noch ein altes Bergwerk. Ja, erzählt man, wie er es gemacht hat. Dann konnte man sich zusammensetzen und sagen, machen wir was Neues. Oder wenn ein Land wie unseres nun mal Olympiamedaillen haben möchte und sich darüber freut, dann hätte man sich auch zusammensetzen können und sagen, muss nicht alles Doping gewesen sein. Übrigens, wie Herr Genscher, den ich hochachte, 20 Jahre lang in den Spiegel geguckt hat, also ich meine nicht zum Lesen, sondern in diesen Spiegel, wohl wissend, was 72 vor der Olympiade in München am Doping, Staatsdoping in der Bundesrepublik passiert ist und wir nur den Osten an dieser Stelle beschimpft haben, mit Recht beschimpft haben, Doping ist Mist, aber also ist mir unerklärlich. Und da finden Sie so Punkte. Natürlich, es ist eine friedliche Revolution gewesen, aber es war in vielen doch der Sieg des einen über den anderen. Und was wir zu wenig gemacht haben, besonders in der Wirtschaft, dass man sich hingesetzt hätte und gesagt, was gilt es sinnvoll damit zu machen? Denn wenn wir zum Schluss bloß rechts einen großen weißen Fläche haben, nun nicht, dass wir nichts hätten, es ist ja Tolles passiert, auch in der Wirtschaft, in dem Mittelstand, in Zulieferbetrieben. Aber Entscheidungen über Wissenschaft und Technik, was wo, die fallen dann immer, wo die Zentrale ist. Dann hätte man vielleicht die Oster-Hydraulik erhalten können. Oder Bischofferode, können Sie sich noch an Bischofferode erinnern? Kali und Salz ist, man, die Welt braucht Düngemittel. Mir sagt man heute, war uneffizient. Mag sein. Aber es war wahrscheinlich noch viel uneffizienter, zuzumachen, 2000 Leute nach Hause zu schicken, die um 8 bei ihrer Frau sitzen, die Kaffeemaschine nicht, die wir noch nicht hatten, nicht bedienen konnten, und Frust entstehen lassen und eine gesellschaftliche Entwicklung, an der wir noch lange kauen werden. Also ich beschreibe, aber nicht bejammere das nicht, sondern ich beschreibe, wir haben Hilfe bekommen. Und das ist eine große Leistung der Kollegen und Kolleginnen eines Unternehmens, das mal ein großes Unternehmen war, in Essen, nämlich die Ruhrgas. Zu uns ist man gekommen, aber es war der Gegenpol. Ich beschreibe immer so, im ersten Halbjahr 1990 lag die Macht auf der Straße. Wir mussten sie nur aufheben. Und wir haben sie nicht aufgehoben. Warum hat wieder viele, ich höre oft im Freundeskreis, ja, die sind gekommen und ich bin nicht Geschäftsführer geworden. Ich sage, warum hast du,
Warum hast du es dir gefallen lassen? Oder warum warst du nicht schon Geschäftsführer? Also früher an, können Sie sich noch erinnern, was mit der Milch im Januar, Februar, März, April passierte? Und später ab 1.7.? Können sich noch jemand erinnern? In Borna oder so, die wurde auf die Straße gekippt. Am 1.7. passierte ja doch etwas, wo wir in einer Millisekunde zur anderen ein neues System hatten. Das Tolle war, es war ein Rechtssystem, das sich bewährt hatte. Das Unschöne war, wir kannten es nicht. Wir wussten nichts davon. Die große Leistung, jetzt sage ich mal, aller, die hier sitzen, oder der ostdeutschen Menschen, ist nämlich ihre Flexibilität, dass sie etwas gemacht haben, was sie, wovon sie gar nicht wussten, wie es eigentlich geht oder ging. Als ich nun Oberbürgermeister werden wollte, den Personalbogen abgegeben habe, ne, da wurde ich gerufen und kam da rein, saß der Herr Hedrich und sagte, Herr Holz, was ich hier lese bei Ihnen im Personalbogen, das ist doch gar nicht das Ergebnis gelernter Verwaltungstätigkeit. Da habe ich gesagt, Herr Hedrich, also wenn ich das, was ich hier sehe, das Ergebnis gelernter Verwaltungstätigkeit ist, will ich nie einer sein und gewesen sein. Aber sag, ich bin ein Ingenieur. Ich glaube, ich habe sogar habe so Glück aufgesagt, dass er nicht wusste, was das war. Ich habe gesagt, wenn wir aber versuchen wollen, hier was draus zu machen, dann will ich. Ja, sagte also, meine Genossen haben mit mir auch nochmal gesprochen und ich würde es doch auch machen. Habe ich gesagt, Herr Hedrich, ist doch prima. Da haben wir schon zwei, Sie und ich. Und dann machen wir eine Wahl und nicht per Akklamation, ne, Frieda? Wie, gut, lassen wir. Sondern dann sind doch mal zwei und der eine sagt, der Stadtverordnetenversammlung was und der andere. Wenn ich gewählt wäre, sage ich, gehe ich hier rein, gehen Sie nach Hause. Wenn Sie gewinnen, gehe ich in Betrieb. Jetzt passierte Folgendes, müssen Sie sich vorstellen, bin ich raus, jetzt bin ich Tag für Tag, ich musste an den runden Tischen und kein Schwein kannte mich, ich kannte mich auch kaum selber wieder, Oberbürgermeister. Also, war so spannend, war toll. Aber am Tag war ja die Feindschaft zwischen Gaskombinat und Verbundnetzgas ausgerufen. Wir wollten ja Unternehmen werden, wir wussten bloß nicht, was das ist. Passierte Folgendes. Am 14., also die Wahl des Oberbürgermeisters war am 26. Januar 1990 festgesetzt, Stadtverordnetenversammlung, noch gewählt, FDGB, frei, alle DSF und eigentlich hatte ich null Chance. Denn wenn die alle sich dran hielten, hätten sie die PDS gewählt. Aber so ein paar Wochen vorher, da kam dieser und jener zu mir und sagte, Holz, wir kennen Sie zwar nicht, wir wissen nichts von Ihnen, nur eins, PDS wollen wir nicht wählen. Und ich bin nach Hause, habe zu meiner Frau gesagt, das wird immer ernster. Vielleicht wählt die mich sogar. Und dann hat sie gesagt, das musst du machen. Am 14. Januar wäre ich wieder vom Betriebsdirektor und Kaderdirektor und Parteisekretär gerufen und man sagt, Herr Holst, also Sie haben doch da an den Generaldirektor so ein Papier geschickt, leiten Sie doch eine Arbeitsgruppe zur Umstrukturierung des VEB Verbundnetzgas. Und ich dachte, überlege ich mir, war am Freitag. Bin nach Hause und habe das meiner Frau erzählt und deshalb, ich kann Ihnen nur sagen, auf Frauen hören. Ist ganz klar, wir sind analytisch stark und so, aber Frauen haben Gefühl, was gut und was schlecht ist. Frauen sehen auch, wer einem feindlich gesehen, ich sehe das nie. Ne? Ich finde immer alle gut. Und gut kann man machen, aber dann bekommt man manchmal auch einen Dämpfer. Meine Frau sagte zu mir, ja, was du da alles reingeschrieben hast jetzt, mach doch das, aber du musst irgendwas haben, um das umzusetzen. Eine Machtposition. Ich so, hast du ja recht. Habe ein Protokoll geschrieben, ich will stellvertretender Betriebsdirektor werden. Mit dem Protokoll bin ich am Montag wieder hin zu der Gruppe, die haben geguckt. Es hat keine 5 Minuten gedauert, haben die unterschrieben. Dann war ich stellvertretender Betriebsdirektor, Leiter der Arbeitsgruppe. Das haben wir sind so ein Flächenbetrieb in Seida und Doberan, das haben wir per Fernschreiben überall hingeschickt und haben es an die schwarzen Bretter geklebt und dann entstand wirklich was Wunderbares, was ich eben
wieder auch, das war an der Universität so, das war an Hochschulen so, das war auch in anderen Betrieben so. Das Telefon klingelte ununterbrochen. Und die sagten, Herr Holst oder Klaus Ewald, wenn du mit uns, mach, was du willst mit uns. Sag, was wir machen sollen. Wir machen mit. Das war eine Erfahrung, die war wirklich toll. Jetzt kam der 26. Januar. Ich hatte ja keine Ahnung, was so ein Oberbürgermeister oder Bürgermeister machen muss. Übrigens, die tollste Entwicklung im Osten, die ist in der Verwaltung passiert. Also wie viele Oberbürgermeister, Bürgermeister ich kennengelernt habe, die das alle vorher nicht waren, die alle irgendwas gemacht haben, die aber wirklich einen tollen Job gemacht haben. Das geht in Freiburg los und das ist dann, da können Sie bis Rostock gehen. Das ist anders in der Wirtschaft, anders als in der Wirtschaft gewesen. Das ist erstaunlich. Also, ich hatte das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe eine Rede gehalten oder vorbereitet, die ist es schon, jetzt gelb kommt gleich, ne? Gelb. Er hat eine Rede gehalten, Geschichte der Stadt Leipzig, Geschichte Sachsens. Wie dieses Land als das zentrale Industrieland Deutschlands im 19. und auch im 20. Jahrhundert, welche Geschichte hier stand und dass wir eigentlich darauf zurückgreifen müssen und es nur ein bisschen ausbuddeln und Hilfe dazu brauchen, das hatte ich zu erzählt. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, ich war nicht Mitglied der Stadtverordnetenversammlung, ich also rein und saß im schwarzen Anzug und dann begann eine Diskussion, die typisch war für Leipzig, aber auch typisch für unsere Zeit. Eine Woche vorher hatte jetzt der Bürgermeister, der im Gefängnis saß, mitgeteilt, er hätte Wahlbetrug gemacht. Und jetzt saßen die gewählten Volksvertreter in der Stadtverordnetenversammlung und diskutierten 4 Stunden lang, ob sie demokratisch legitimiert sind, einen Oberbürgermeister zu wählen in Leipzig, in der Stadt der Revolution. Überall hat sich kein Schwein darum gekümmert, die haben einen gewählt. In Leipzig wurde so lange diskutiert, bis ich da saß und dachte, ob du das wirst. In dem Moment klopft mir einer auf die Schulter. Ich gucke mich um, ob ich Herr Holst wäre. Ja, bin ich. Raus soll ich kommen, da ständen 2 Kollegen. Ich raus, verbunden als Gas, sagt nicht, du musst sofort nach Bödelz-Ernberg kommen. Ich sage, was soll ich da? Ich will gerade Oberbürgermeister von Leipzig werden. Nein, sagt nicht. Der Generaldirektor ist da und faltet alles zusammen und keiner widersteht ihm und keiner kann was dagegen sagen. Ja, sage ich, was soll ich bloß machen? Pause. Stadtverordnetenversammlungen wollten jetzt diskutieren, ob gewählt werden solle oder nicht. Und da bin ich hin und habe gesagt, pass auf, ich muss jetzt weg. Dann haben die gesagt, Sie wollen doch Oberbürgermeister werden, Sie müssen hier bleiben. Nein, habe ich gesagt, jetzt muss ich erstmal in Betrieb, da geht sonst alles drunter und drüber. Dann habe ich gesagt, Pause dauert 1 Stunde, rufen Sie mich an, bis heute Nacht um 24 Uhr bin ich noch bereit, Oberbürgermeister zu werden und sonst bleibe ich im VEB-Verbund als Gast. Kam ich mit dunklem Anzug in die VNG und dann war wieder so, der General saß vorne, hat denen alles Mögliche versprochen, aber die Eigenständigkeit, denn der Punkt war, wir wussten, dieses große Kombinat, die große Struktur war nicht überlebensfähig, keine Chance. Wir mussten unseren eigenen Weg gehen und eigene Produkte machen und Marktwirtschaft. Das hatte der alles verändert. Ich bin da rein, später hat er gesagt, ich wäre wie einer schwarzer Racheengel hineingestoßen und hätte mich aufgeführt. Also wer mich kennt, ich bin rein. Aber eins war, ich glaube, ich war so selbstbewusst wie nie in meinem Leben vorher und nachher. Jetzt habe ich auch wieder Angst vor allem Möglichen, hier zu versagen oder zu Hause nicht ordentlich eingekauft zu haben. Also jetzt habe ich wieder auch vor allem Angst. Aber damals hatte ich keine Angst und ich war selbstbewusst. Und ich habe nur gesagt, Herr Scheibe, sagen Sie mal, wo stehen wir? Und dann strafften sich meine Kollegen und Mitarbeiter wieder und haben in kurzer Zeit gesagt, Generaldirektor, wir machen unseren eigenen Weg, keine Chance. Und da ist da raus. Und um 16 Uhr beschlossen die Delegierten der Stadtverordnetenversammlung, nicht zu wählen, weil sie demokratisch nicht legitimiert waren. War das klar? Blieb ich in der VNG. Und so bin ich es dann geworden. Sie werden dann lesen, wie es kam, wer uns wie geholfen hat. Das ist eine tolle Sache. Die rote Karte ist auch schon da. Ich traf Menschen,
die zum ersten Mal für mich Vorbilder wird. Wir waren doch eine Gesellschaft, da müssen wir sehr drauf achten, wo Vorbilder, keine Vorbilder, außer in der Familie. Aber wenn ein Staat, eine ganze, nicht, dass sie alle schlecht waren, aber der Grundsatz, die Ideologie Vorrang hatte vor der Fähigkeit, da muss eine Gesellschaft langsam ausdünnen, das ist gar keine Frage. Und jetzt lernte ich Leute kennen, großartig. Also ich saß da im Sheraton, im Hotel im März, da sagte mir Herr Späth, Herr Holst, also wenn am 1.7. die Wirtschafts- und Währungsunion kommt, was ja zu der Zeit noch keiner wusste, wir tun immer so, als wenn das alle, im März 90 wussten wir es noch nicht, und die D-Mark kommt in den Osten, dass sie kam, war richtig. Wie sie kam, war falsch. Man hat nämlich, auch das war ein Fehler, man hat eine hoffnungslos veraltete Wirtschaft durch den Währungskurs in den Wettbewerb mit den höchst technologisierten Unternehmen der Welt in der Bundesrepublik gesetzt. Keine Chance. Das war vorauszusehen. Also da hätte man was anderes finden müssen. Sagte Herr Späth, wenn die D-Mark kommt und sie werden dann ab 1.7. nur noch freundliche Menschen finden. Ich sage, wieso? Ja, sagt er, der Ihnen gegenüber sitzt, hat zwei Fragen. Erste Frage, wie viel hat er in seiner Tasche Geld? Und die zweite, wie kriege ich es da raus? Einen schnelleren Kurs an Marktwirtschaft habe ich nie wieder gehört. Und es hat mich wirklich geschützt. Denn an wie vielen Stellen, das dürfen wir auch nicht unterschätzen, sind wir, oh, wir kannten das System nicht. Wir waren alt oder älter, aber vom Wissen her verletzlich wie Kinder. Und wenn Sie ein Kind einmal belügen, oder na, dann haben Sie lange zu tun. Und so ist es an vielen Stellen passiert, dass wir eben ja, über den Tisch gezogen sind oder nicht die ganze Wahrheit wussten. Letzter Satz. Als ich dann im Januar, Februar Menschen in Essen kennenlerne und dachte, was wird aus dem VEB-Verbundnetzgas? Da habe ich eine Diplomjuristin der VNG zu mir geholt, habe gesagt, du hör mal zu, was gibt es da im Westen? Was kann man werden? Also ich meine nicht als Funktion, sondern als Betrieb. Ja, die sagt, da gibt es einen Haufen, muss ich mal gucken. Die hatte noch das HRIB gehört, Anfang der 50er Jahre an der Uni Leipzig, die kam wieder am nächsten Tag oder zwei Tage später und sagt, also wenn ich unseren vielleicht späteren Umsatz so sehe oder hochgerechnet habe, dann kommt wohl als Kapitalgesellschaft nur zwei Dinge in Frage. Erste ist die GmbH und das zweite die Aktiengesellschaft. Da sage ich, und was gibt's, was ist der Unterschied? Müssen Sie sich vorstellen, ich war 46 Jahre früher. Ich wusste es wirklich nicht. Ich wusste es nicht. Und so blöd war ich ja nicht. Aber wenn ich schon nicht wusste, wie viele Lehrer wussten nichts davon und haben bis heute den Schülern noch nicht erklären können, den Unterschied zwischen GmbH und Aktiengesellschaft, da bin ich sicher. Gehen Sie mal in die Schulen, was da passiert. Die Lehrerschaft, das ist keine Schimpfe der Lehrerschaft, aber sie sind dafür nicht ausgebildet worden. Man hat ihnen über Wirtschaft null erzählt. Und deshalb können sie es auch den Schülern nicht erzählen. Und wenn sie Schüler nicht wissen, kommen die Schüler zur Hochschule, wissen es nicht, und dann kommen sie nachher in den Betrieb und wissen, Unternehmen wissen es auch nicht. Sagte mir die Frau Woche, also die GmbH, da ist es so, da gibt es Geschäftsführer und da gibt es Eigentümer. Und die Eigentümer sagen den Geschäftsführern, was sie zu tun haben. Na, sag ich, und die Aktiengesellschaft? Ja, sagte, da gibt es Aktionäre und einen Vorstand. Und die treffen sich 3 bis 4 Mal im Jahr. Und da erzählt der Vorstand dem Aktionären, was er gemacht hat. Na, ich sagte, wir haben eine Aktiengesellschaft. Klar. Das leuchtete mir ein. Dieser Unterschied in der Freiheit, nämlich auch in der Verantwortung natürlich. So ist die Verbundnetz aus dem VEB die Aktiengesellschaft geworden. Und wie und was alles und was wir da mit der Bergakademie gemacht haben und warum 1994 in Trondheim Direktor, der Rektor und Menschen der Bergakademie wir nachts um 12 Glück aufgesungen haben mit einem Kerzenständer in der Hand,
hat das helle Licht in der Hand. Frau Süßmuth, die beste Gassmännin der Bundesrepublik geworden ist, das lesen Sie alle da drin. Schönen Dank. Etwa noch Fragen? Also, vielleicht, was ich völlig vergessen habe, den Beginn nämlich, man denkt ja so, ich bin doch weder Schriftsteller, noch bin ich Geschichtslehrer oder so. Ich habe, also wenn Sie zum Verlag gehen und sagen, ich habe eine tolle Idee, ich schreibe ein Buch, wenn Sie dann denken, oh, das ist prima, willst du eine Million, machst das Buch, es ist eben ein bisschen anders. Ne? Also insofern habe ich dann das Buch geschrieben, dann habe ich mir selber Leute gesucht, nämlich Fotografen, Lektoren, und wir haben das Buch, das Produkt vorher festgemacht. Das kostet Geld. Aber ich hatte ja nicht schlecht verdient. Ich kann auch keine Krüger-Stiftung machen. Leider. Es ist so toll, mit seinem Geld dann später zu machen. Aber wir machen noch eine Singestiftung an der Bergakademie, haben wir uns ja gesagt. Also habe ich das Buch gemacht und dann bin ich zum Verlag gegangen und habe gesagt, hier. Und bin ich wieder so geblieben, vielleicht hätten andere besseres Marketing und so gemacht, aber der Mitteldeutsche Verlag in Halle, da habe ich gesagt, wenn schon Kapitalverflechtung, die haben mich erst angeguckt, die kannten mich auch nicht, das ist ein Buch, um Gottes Willen. Deshalb haben die auch das Bild da draußen draufgepackt. Es soll so sein, es soll verkaufsfördernd sein. Ja? Sie sollen wirklich in den Laden gehen und sagen, was ist dem armen Hund passiert? Und da wollen wir nochmal nachlesen. So, was drin steht, habe alles ich gemacht. Das Außen ist der Verlag. So ist das Buch entstanden. Und jetzt habe ich noch ein Ziel, wirklich. Also, wenn man was gemacht hat, denn ich will, dass der Bestseller, ein Ostbuch, Bestseller wird. Kaufen. Nichts weiter als kaufen. Ich könnte ihn auch einen schenken. Aber da kommt keine Nachfrage, ja? Sie müssen nachfragen. Denn die Buchhändler sind die Verhinderer von Buchverkäufen. Hört sich komisch an, ist aber so. Ist doch klar. Denn der weiß doch nicht, der hat 100 Titel jeden Monat. Was soll er sich denn nehmen? Bindet Liquidität und Platz. Wenn aber, und deshalb musst du zwei kaufen natürlich, also nicht eins, Weihnachten kann man noch mehr verschenken. Also wenn schon wieder, wenn er sagt, ich brauche das, dann guckt er nach, Holz, ja, bewegte Zeit. Und wenn noch ein zweiter kommt, ich habe in der VNG, die VNG hat viel genommen, das ist wie so ein kleines Geschichtsbuch. Das ist doch gar nicht mein Buch, das ist das Buch der Menschen, die diese Bude vorangebracht haben dort. Den habe ich gesagt, ihr habt alle eins Geschenk gekriegt. Jetzt kauft er noch eins. Haben die so geguckt, war mir klar. Sag, ihr denkt, ich werde reich davon. Ich bin schon reich. Ein Autor bekommt 10%, ist eine Bratwurst bei den Preisen. Da habe ich gesagt, wenn wir nächstes Jahr auf der Bestsellerliste sind, gebe ich für jeden eine Bratwurst aus. Hier könnte ich sagen, ich komme wieder. Und dann essen wir auch was oder so. Macht nichts, aber kaufen müssen sie natürlich vorher. Wir müssen erstmal auf die Bestsellerlisten. Wenn wir auf der Bestsellerlisten sind, da guckt da mal einer rein und sagt, Donnerwetter, sowas gibt's. Verstehen Sie? Wenn ich die Talkshows sehe, also sind ja schön, ich gucke die auch an. Nur mir erklärt ununterbrochen irgendein Schauspieler das Leben. Ja? Ich habe einen Sohn, der Schauspieler, ich weiß, wovon ich rede. Ist auch nichts Schlechtes, muss man haben. Nur es gibt so vieles anderes, worüber man sprechen könnte. Zum Beispiel, warum ist der Osten nicht noch besser? Und letzte Wort, es ist nicht nur ein Buch rückwärtsgewandt, sondern ist so ein bisschen auch, was machen wir eigentlich mit Griechenland und Spanien und so? Können wir da hingehen und sagen, das müsst ihr so machen, wie es uns passiert ist teilweise? Erstmal muss einer wollen, wir wollten. Und wir wollen immer noch. Aber zweitens, dann muss die Hilfe zur Selbsthilfe kommen. Und wie man die organisiert, das wäre so ein bisschen die... Da könnte man nämlich reingucken, was wir vor 25 Jahren gemacht haben. Wie haben wir denn das gemacht? Da ist einer gekommen und hat gesagt, ich erkläre dir mal, wie so ein Rechnungswesen bei uns funktioniert. Und dann ging es wiederum ganz schnell. Warum wollen wir das nicht machen? Wir können nicht nach Griechenland gehen und sagen, wir sagen euch mal, wie es geht. Das geht mit unserer Geschichte nicht. Auch da sind viele bei. Also, ich habe beschrieben, was wir mit Polen gemacht haben, was wir mit Russland gemacht haben,
was man immer noch machen könnte, was wir mit Norwegen gemacht haben und wie wir als ostdeutsches Unternehmen auch Kunst, Kultur, Wissenschaft eingesetzt haben. Letzte Wort. Habe meinen Kollegen immer oder anderen erklärt, stellen Sie mal vor, Sie sind eingeladen zum Mittagessen in Oslo, nicht? Oder in Stavanger, sitzen da, da haben alle ihre Frauen mit und dann essen sie so und dann die Frau des Chefs neben mir, ich sage, wissen Sie, also Methan ist völlig geruchlos, ist Ihnen das bewusst? Die guckt mich an und sagt, was ist denn das für ein Idiot? Wenn die zu Hause ist, auf wen hast du mir da neben mich gesetzt? Was müssen Sie können? Sie müssen ein bisschen vielleicht zwei Worte der Sprache, ein bisschen von der Literatur wissen. Das heißt, wieder Persönlichkeit, über Kunst, Kultur reden und wie wir das gemacht haben, das lesen Sie auch drin. Schluss, Fragen. Ewald, hat sich denn der Leipziger Stadtrat nochmal bei dir gemeldet in irgendeiner Art und Weise? Ich weiß nicht, ob es im Buch drin steht, dann hole ich mir es und lese es aber vielleicht. Auch interessant. Also Lehmann Grube, wir hatten in Leipzig dann einen tollen Oberbürgermeister Lehmann Grube, das muss man sagen. Der wusste, wie eine Verwaltung aufzubauen ist. Er kam aus Hannover. Bei allem revolutionären Eifer, das wäre schiefgegangen mit mir. Die vielleicht gerade noch die Müllabfuhr, aber dann bei der Gasversorgung, nee, das wäre schon schiefgegangen. Wir hatten ja Stadtgas. Vergessen Sie es nicht. Wir haben eine Leistung, nicht wir. Alle zusammen, der ganze Industriezweig, hat in 5 Jahren eine Arbeit vollzogen, die in der Bundesrepublik mehr Zeit hatte. Aber in 20 Jahren, nämlich der Umbau von Stadtgas zu Erdgas, das hat hier 5 Jahre gedauert. 5 Jahre, das ist eine Leistung, die hat uns nie einer geglaubt. Toll, Hilfe zur Selbsthilfe. Also, Lehmann Grube hat mich mal, den habe ich gesagt, Herr Lehmann Grube, Sie haben noch eine Personalakte von mir. Und der hat gesagt, wieso? Da sage ich, irgendwo liegt die noch rum. Er hat sie gefunden und mir gegeben. Und sonst, Politik finde ich nach wie vor unglaublich spannend und wichtig. Und es hat auch überhaupt keinen Zweck, die immer, also Politiker werden, der muss dann was Rüst sein. Nicht? Also, jeder beschimpft dich. Niemand kann es recht machen. Die Ehen werden oft geschieden, weil die ja ununterbrochen unterwegs sind und verdienen tun sie auch nichts. Also ich meine, Steinbrück war es, glaube ich, der hatte schon recht. Eine Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, die verdient weniger als jeder GmbH. Das ist ein Unding. Aber machen Sie mal wir haben die Politiker, die wir verdienen. Wenn die Diäten erhöht werden, schreit das ganze Volk auf, oh Gott, die müssen einen anderen Weg finden. Aber wir brauchen Politiker, die nicht alles verstehen, aber die sich hineindenken können. Ich habe immer früher Folgendes gedacht. Früher ist vor 25 Jahren. Jetzt komme ich in ein System, da sitzen Wissenschaft und so und Politiker sagen, die wissen es nicht, sagen, erzählt mir das mal. Dann, was könnte passieren, wenn wir ein Gesetz machen und welche Auswirkungen hat das? Dann kriegen die das zu hören und danach überlegen sie, wie es geht. Das ist natürlich, Frau Hochstedt war mal bei den Grünen eine wichtige Persönlichkeit, mit der hatte ich ein Gespräch im Bundestag, also es war erstmal schon komisch, wir waren verabredet und sie telefonierte immer zu. Na gut. Irgendwie nach Viertelstunde sagt sie, was wollen Sie eigentlich, Herr Holz? Ich wollte wirklich nichts. Das habe ich am Politiker am meisten überrascht immer, wenn ich nichts wollte. Ich wollte nur Verständnis. Ich wollte nur, dass glauben Sie, also die 20 Jahre die, oder 15 Jahre, die waren so schön, nie hat ein Politiker mich gefragt, was wir machen. Heute fragt ununterbrochen jemand, Herr Altmaier, den ich kenne ihn nicht, aber der tut mir leid, der geht immer durch die Gegend und sagt, ich muss mich jetzt um die Strompreise kümmern. Also früher machten das Unternehmen, ja. Jetzt kümmert sich der Minister, der wird scheitern, wenn er sich kümmert. Er muss kümmern lassen. Aber da kümmern wir, also wir, und wir sitzen alle da, oh, das ist prima, mal die Wende, wir sind wieder bei der Wende. Nicht? Wie bin ich denn abgeglitten? So ist das eben. Also die Frage war, ich habe große Hochachtung für Politik, ich arbeite man muss mit Politik zusammenarbeiten, aber man muss ihnen auch klar sagen,
was man erwartet, ob sie es dann machen. Frau Hustedt sagte nämlich nach kurzer Zeit dann, wieso Energiewirtschaft? Die müssen machen, was wir sagen. Ich sage, aber das dauert manchmal. Ich sage, es ist wie so ein Tanker, der gerade ausfährt. Nö, sagt sie, macht man, Strom macht man an und aus. Haben Sie mal, kennt einer das Wort Blackout? Nicht das Buch Blackout? Nehmen Sie es mal, also schrecklich. Da beschreibt einer, wie wir 3 Tage ohne Strom, wie wir da leben. Er geht bis 10 Tage. Als ich das Buch gelesen habe, habe ich danach 3 Sachen gemacht. Wirklich. Ich habe zu Hause einen Wasservorrat. Ich habe zu Hause eine 2. Wärmequelle und Bargeld. Wasser, ich wohne im 4. Stock. Stellen Sie sich mal alleine das Klo vor, ne? Da muss das gepumpt werden. Da kommt kein Wasser hoch. Die Wasser, also kein Strom. Kalt wird es auch sehr schnell. Heizen können sie nicht. Was kochen können sie auch nicht mehr. Und das Schlimmste ist, wenn sie dann runtergehen und eine Taxe gerufen haben oder was einkaufen wollen, ihre Kreditkarte funktioniert nicht. Die werden nach Geld gefragt. Sonst haben sie keine Dienstleistung mehr bekommen. Nun will ich, wir haben immer die Angstmacher. Aber wir haben uns in der Energiewirtschaft in den letzten 5 Jahren nur damit befasst, wie wir was anders machen können. Und es ist ja auch vernünftig, dass wir das darum uns bemühen. Aber wir bemühen uns zurzeit um 25% unserer Versorgung. Und die 75 interessieren uns überhaupt nicht. Und es wird schon noch ein komisches Erwachen kommen, wenn Versorgungssicherheit keine Rolle spielt mehr. Und so ein Stromnetz mit seiner Frequenz, wenn die nicht zu halten ist, da wird der Rennsteig dunkel. Entschuldigung. Etwa noch eine Frage. Ja, also, oder Sie können auch gerne eine Meinung machen und sagen. Ich frage jetzt was. Sie haben die ganze Zeit sehr anschaulich geschildert und Sie strahlen das ja auch aus, dass die Persönlichkeit eines Menschen eine ganz entscheidende Rolle spielt für viele Wege, die man geht und die Sie gegangen sind. Nun bin ich schon viele Jahre an der Uni und stelle eigentlich immer wieder fest, dass mir die Persönlichkeiten fehlen. Jetzt die Frage an Sie, was können wir eigentlich verändern oder was haben Sie an Erfahrungen mitgebracht von Ihren Hochschullehrern? Man muss ja sowas vermitteln, dass man auch bereit ist, Verantwortung zum entscheidenden Moment zu übernehmen und nach vorne zu gehen und nie lange zu überlegen und einfach auch mal was zu riskieren. Das muss man aber vermitteln. Und mir fehlt heute eigentlich immer mehr die Situation. Ich habe da auch kein Patent. Doch, Sie müssen jetzt. Nein, ich habe kein Rezept, meine ich. Mein Rezept wird Sie nicht befriedigen. Mal ein schönes Bier trinken zusammen und singen. Verstehen Sie, jetzt sagen Sie, ja, das hätte ich mir auch. Nein, aber es ist schon was dran. Also die Fachvermittlung, die muss funktionieren, ist doch gar keine Frage. Aber früher, der Verein der Freunde und Förderer, der gemeinsame Exkursion. Was haben wir für grandiose Exkursionen gehabt? Kohlstock hat mich durch die Tschechische Republik geschleift und wir waren in Armenien. Da kracht es natürlich zwischen Assistenten und jungen Leuten auch. Aber da gemeinsam, das hat Persönlichkeitsentwicklung. Andere Leute, andere Länder kennenlernen. Das ist sowas Wichtiges. Einfach mal zu sehen, wie das nicht alle blöd sind oder dass woanders es anders ist. Man kommt wieder nett zurück. Also gemeinsam etwas tun, was durchaus mit dem Fach zu tun hat, aber schon außerhalb der Differentialgleichung liegt. Und ich hörte heute Morgen PISA. Ne? Ich meine, jetzt sind wir alle froh, wir sind in PISA an 16. Stelle wieder. So. Es zeigt uns doch noch gar nichts. Das sagt eben genau das nicht aus, was Sie meinen, die Persönlichkeit. Aber das geht los in den Familien, das geht in den Schulen los. Für mich ist immer noch das Wichtigste, das werden Sie sehen, das ist die Familienfrage. Und deshalb, also ich habe nicht, Sie können mich jetzt niederschreien, aber ich las im Vorderwahl einen großen Bericht von Frau Hannelore Kraft, die mir sagte,
Also die Gesellschaft braucht nur noch Kindergarten und Kinderhorts. Und die Familie, also wer auf den Gedanken kommt. Und ein Journalisten voll komplett, niemand hat gesagt, fragen wir doch mal nach, ob vielleicht, ich meine, in der DDR hatten wir doch genug Kinderkrippen und was uns fehlte war Familien. Zeit für diese Wahlmöglichkeiten müssen doch bleiben. Und ich glaube dann, werden auch, es gibt kein Rezept, Sie können nicht sagen, Persönlichkeiten werden gefördert. Das hängt mit allem zusammen, was unsere Entwicklung ausmacht. Mehr, es wird Sie nicht, aber eine Kurzformel, Freiwahl studieren, Kneipe gehen, Skat spielen, singen. Ab und zu. Klaus Eberl. Ich möchte noch mal an deinem eigenen Beispiel noch etwas anderes hinzufügen. Wir hatten einen Lehrer, Werner Arnold, einen gemeinsamen Lehrer, Professor Arnold. Und was dich zum Beispiel mit großer Sicherheit gebildet hat, du warst ein Tu-nicht-gut oft. Ich auch. Und Arnold hat sich auch in kritischen Situationen trotzdem vor uns gestellt, gegenüber Prorektorat für auch in kritischen Situationen. Das heißt, er hat das nicht vermittelt durch schlaue Reden, sondern an seiner Haltung, das war Vermittlung, auch auf Exkursionen und auch bei solchen Dingen wie Bahnhofsschild und Ernteeinsatz und den Vorkommnissen. Er hat sich vor seine Leute gestellt und hat Kreuz gezeigt. Ich sage das auch deswegen, ich war hier in den 70er und 80er Jahren, das haben immer weniger der Professoren gemacht. Und das haben die jungen Leute auch gemerkt, dass sie alleingelassen werden. Ich wollte früher immer Professor werden, nicht? Auch, was ich alles werden wollte. Und die Profession, also mit nicht nur vermitteln, sondern sich darum kümmern und das nicht zeigen, dass das aufgesetzt ist, eine Festlegung, sondern einfach ja für seine Leute da zu sein. Das ist übrigens ein Punkt, der geht nicht nur im Studium, der geht ja weiter. Ich habe viele ja, leitende Mitarbeiter erlebt, ne? Wenn etwas schiefgegangen war, wenn sie den richtig anfassten, dann gab es zwei Möglichkeiten. Entweder sagte, ist meine Verantwortung, tut mir leid, da war die Sache gelaufen. Aber sie finden auch immer wieder welche, die sagen, das war der und der. Also das ist das Allerschlimmste, was man machen kann. Und dann hat er meistens mal, ich habe es nicht gewusst, auch nicht geeignet mehr für die Zukunft, oder er schiebt es dorthin. Das geht nicht. Also dies füreinander oder seine Verantwortung wahrnehmen, das ist ein Punkt, ist auch, da kann man in der Erziehung früh anfangen. Sie finden es nicht überall und es kann auch nicht jeder. Man kann es vielleicht auch nicht erlernen, aber das Beste ist immer noch das Beispiel. Da hast du völlig recht. Ist ja, also den Rest lesen Sie im Buch. Worauf ich Sie gerne noch hinweisen will, ich las gestern im Buch von Ernst Jünger Stahlgewitter, in Stahlgewittern. Das konnte man früher nicht lesen, hier immer nur gehört. Man kann sich wirklich mal gerade jetzt 100 Jahre Erster Weltkrieg mal wieder angucken. Und da kommt doch ein Kapitel, das Sie hier auch finden. Das ist mit Überschrift Lange Mark. Weiß einer, was Lange Mark bedeutet oder was es ist? Es ist in Flandern eine Landschaft, die nach der verlorenen Marne-Schlacht zu einem Symbol insofern wurde, die Deutschen hatten Paris nicht gekriegt, zogen sich zurück und dann waren die Reserven aufgebraucht und bei Lange Mark erste Flandernschlacht. Und da wurden, also wenn Sie das lesen, wenn Sie ein Buch aus den 30er Jahren lesen, dann lesen Sie von dem Mythos Lange Mark. Da gingen 10.000 junge Deutsche mit dem Lied fürs Vaterland in den Tod. Wenn man genau hinguckt, war was ganz anderes. Das waren die letzten Reserven, die sie von der Schulbank schnell geholt hatten. Und die sind da hingekommen und haben geguckt, wo ist der Feind. Und als sie guckten, waren sie tot. Und ich wurde in Belgien mal gefragt, was ich sehen möchte. Da habe ich gesagt, Lange Mark. Habe ich mir angeguckt.
die Friedhöfe des Ersten Weltkrieges. Wahnsinn. Und dann habe ich hinten reingeschrieben, toll, so kriegte ich einen Brief vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Sie haben sich positiv gezeigt. Hier ein Gutschein. Wofür? Ein Gutschein für kostenlose Nachfrage eines vermissten Angehörigen. Mein Vater gefallen, 1.10. Wir wussten wo, vor Leningrad. Und das war so ein Punkt, die DDR-Geschichte. Ich habe ja nie einen Lehrer gefragt, was hast du eigentlich zwischen 33 und 45 gemacht? Und alle, die hier waren, waren die Guten. Warum? Wir waren gesegnet und erlöst durch Erich Honecker, der in Brandenburg gesessen hatte. War auch schlimm. Die hier alle Sozialisten und Guten und in der Bundesrepublik alle Lübkes und die KZ-Baumeisters und also. Und eine Diskussion darüber hat auch nie stattgefunden, in keiner Klasse, bei mir nicht. Was war eigentlich, außer dass der Faschismus fürchterlich war? Jetzt kriege ich diesen Gutschein. Habe ich hingeschickt. Zum ersten Mal habe ich auch meinen Bruder gefragt, sag mal, wie war unser Vater? Kriege die Antwort, jawohl, liegt bei Makajewskaja, dritte Reihe, fünftes Grab links. Ob es noch gibt, weiß ich nicht. Und wir hatten in Russland zu tun, einfach weil wir geschäftlich zu tun haben. Da habe ich mal nachgucken lassen, war nichts mehr. Alles. Zum 60. kriege ich eine DVD. Da ist der Volksbund dort gewesen, einer, der da was aufbauen will. Man hat den Friedhof gefunden. Das ist so wie beim Lawinenopfer. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann 6 Stunden durch den Sumpf gewartet. Wir haben mit Russen die Gebeine meines Vaters ausgebuddelt. Und ich habe ihn nach Deutschland zurückgeholt. Habe ihn neben seiner Frau begraben. Platte daneben, heute kleiner Wallfahrtsort in Neustrelitz. Da gehen die Jungs mit dem Pfarrer hin und da erzählt er darüber. So, das lesen Sie sich mal. Und das ist da nicht, da hat man nicht gesessen und gesagt, oh Gott, oder geweint. Das war historisch. Als ich da durch den Sumpf gezogen habe, gesagt, was haben wir bloß hier gewollt? Was haben unsere Väter hier gewollt? Und dass daraus bei Sologubowka, das ist bei Petersburg, der größte deutsche Soldatenfriedhof aller Zeiten inzwischen geworden ist. Da liegen dann 150.000 Tote. Und das Tollste noch, mit unseren Geldern ist eine Kirche renoviert worden und unten drin liegen solche Folianten. Da sind alle Namen, die im Zweiten Weltkrieg im Osten gefallen, vermisst sind, aufgezeigt. Selbst wenn man sie nicht gefunden hat. Wer also trauern möchte, kann dorthin fahren und sieht den Namen seines Vaters, Bruders, weiß ich was. Also auch sowas steht da drin. Nun ist Schluss. Also an Bestseller denken, ne? Ja, ich komme im Jahr wieder, Frau Grüger. Also, lieber Ewald, wir hätten noch Stunden zugehört. Ja, ich hätte auch noch bis morgen früh. Es gab gelbe, rote Karte, das spielte alles keine Rolle. Und ich habe jetzt den Schlussapplaus geklatscht. Ganz herzlichen Dank. Persönlichkeit ist, und das zeigst du ja, dort, wo sich Dinge entwickeln, wo es wächst, wo sie Zukunft mit anderen zusammen Zukunft gestalten. Und du hast es, glaube ich, bei der VNG gemacht, du hast es bei der Bergakademie gemacht, mit der Bergakademie zusammen, Deutsch-Russisches Rohstoffforum ist ein Beispiel dafür. Aber eine solche Persönlichkeit als Freiburgs Absolvent zu haben, ist schon mal gut. Warte mal, jetzt stoppt mal. So, und wir wollen noch mal schauen, denn das war bestimmt auch für unsere jüngeren Leute interessant, was du heute erzählt hast. Wir müssen noch mal gucken, wie kriegen wir das mal unseren Studenten mal vermittelt. Und dazu wollte ich gleich zu einer nächsten Veranstaltung schon mal vorwarnen. Das müssen wir nochmal wiederholen. Die Zeitkollegen aus der damaligen Zeit, wir Älteren, wir verstehen das ein bisschen, aber wir müssen es auch weiter transportieren können. Und dafür, dass du ein Erinnerungsstück hast, ist das die Krüger-Medaille. Die erinnert dich daran, dass du noch eine Aufgabe hast in dieser Beziehung. Wir müssen das mit jungen Leuten im Verein der Freunde und Förderer machen. Und es war mir heute ein Vergnügen, und uns allen dir zuzuhören. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.
Danke, danke für Blumen, danke für die Medaille. Zwei Sachen, mir fallen immer zu ihm doch wieder was ein. Also das Erste, ich mache so eine Vorstellung jetzt vielleicht zum fünften oder sechsten Mal. Das Problem ist, einer ist immer dabei, ne? Das bin ich. Und das stellt man fest, kennen Sie, immer, man kann ja nicht immer dasselbe erzählen. Aber das Buch hat seinen Vorteil, wenn Sie es dann alle in der Hand haben werden. Sind 17. Und man kann tatsächlich immer variieren. Und dann kommt noch ein zweites, das ist ein bisschen lustig. Das, die ersten Bilder, die du gezeigt hast, mir wird ja selber fast schlecht, nicht? Diese ganzen Orden und Ehrenzeichen, da hatte ich eine schöne Geschichte. Ich war in Oslo, traf einen, den höchsten deutschen Soldaten an der Nordflanke der NATO, eben in Norwegen, ein Vizeadmiral, Konteradmiral Brost. Und das war so eine große Veranstaltung, alle waren im Smoking und so weiter. Und der, ich kannte das ja nicht, aber der sah so ein bisschen aus, nicht wie Kölner Karneval, ja? Hier eine Schärpe und lauter Orden. Und wir kamen, wir mochten uns sofort und wir kamen ins Gespräch und ich sage, sagen wir mal, Herr Admiral, was ist das alles, wofür ist denn das alles? Und dann hat er mich so angeguckt, der war kleiner als ich, musste nach oben gucken, treuherzig und sagte, Herr Holz, passen Sie mal auf. Wenn Sie lange genug bei einem Verein sind, kommt das alles automatisch. So. Und so ist das hier bei mir eben auch gewesen.